Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ja, es ist Sommer, die Urlaubszeit rückt immer näher und was liegt da näher, als sich genau zu diesem Anlass mal zwei Kameras genauer anzuschauen, um die ehrlich gesagt ein ziemlicher Hype im Netz entstanden ist, innerhalb der analogen Community. Und zwar handelt es sich dabei einmal um die Olympus Mio 2 und um die Yashica T4. Ja, und nachdem es dann an anderer Stelle, genau nämlich bei Travis Mortz, dessen Videos ich mir auch regelmäßig anschaue, sogar da er schon diese Kamera sich angeschaut hat, habe ich gedacht, Mensch, Urlaubszeit, Point and Shoot, das passt sowieso zusammen. Und dann guckst du dir genau diese beiden Kameras mal an und dann versuchen wir mal rauszufinden, was denn dran ist an diesem Hype, ob die wirklich so gut sind, wie allgemein behauptet wird und was man damit denn so anfangen kann. Gucken wir uns also zuerst mal die Olympus Mio genauer an. Wie man schon sehen kann, ist das eine, ehrlich gesagt, sehr kompakte 35mm Kamera. Ja, passt also perfekt in jede Hemdtasche und ist eigentlich eine sehr gute Kamera, um die immer dabei zu haben. Herausgebracht worden und verkauft wurde diese Kamera in zwei verschiedenen Variationen. Einmal in dieser schwarzen, einmal in einer creme-silberfarbenen Version und auch unter zwei verschiedenen Namen. In den USA zum Beispiel wurde die unter dem Namen Infinity Stylus Epic verkauft, hier in Europa Mio 2. Olympus hat da anscheinend Wert drauf gelegt, möglichst mindestens ein nicht aussprechbares Element im Namen zu haben, deswegen hier auch dieses Mio und im amerikanischen Pendant eben das Unendlichkeitszeichen, das vor dem Namen steht. Daher wird die auch oft nur als Stylus Epic bezeichnet. Ja, eine kompakte kleine Autofokuskamera mit einem 35mm Objektiv und einer sehr durchdachten Bedienung, das muss man wirklich sagen. Denn alles an dieser Kamera kann man tatsächlich mit einer Hand machen. Ich kann also hier den Schieber öffnen und auslösen. Und was man schon sieht, die Kamera blitzt gerne. Wer also damit Streetfotografie machen will, der sollte tunlichst darauf achten, den Blitz auszuschalten. Dazu kommen wir aber gleich, wie das funktioniert. Etwa 3,8 Millionen Stück sind von dieser Kamera verkauft worden, wie gesagt in Schwarz und in Silber. Das Objektiv, wie wir gerade schon gesehen haben, ein 35mm Objektiv mit 2,8 als größte Blende. Die Belichtungszeiten reichen dabei von 4 Sekunden bis zu einer Tausendstel Sekunde und die Blende wird eingestellt zwischen eben der Offenblende 2,8 und der 11 als größter Blendenzahl, also kleinster Blende. Etwas kritisch bei der Kamera die Tatsache, dass ISO nur per DX-Kodierung erkannt wird. Das heißt, wenn man die Kamera mit Filmen füttern möchte, die nicht DX-kodiert sind, oder wenn man Push oder Pull machen will, dann muss man ein bisschen kratzen und malen. Das Ganze sieht dann so aus. Und dann geht auch das, ist allerdings dann immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. An sich ist an der Kamera nicht viel dran. Es gibt hier hinten zwei Knöpfe, es gibt oben einen Auslöser und ansonsten hier diesen Schieber, der gleichzeitig auch ein Ausschalter ist. Das Objektiv, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, fährt dabei kaum raus. Macht man einmal kurz Klack und dann bleibt es soweit drin. Erst wenn ich die Kamera auslöse, dann fährt das Objektiv kurz raus. Für eine Point-and-Shoot ist die Kamera erstaunlich schnell. Das heißt also, wenn ich auf den Auslöser drücke, wird auch relativ sofort das Bild gemacht. Das ist nicht bei allen Kameras so, das sehen wir auch gleich nochmal. Es ist
ungeheuer praktisch, diese Kamera immer dabei zu haben. Wie gesagt, die ist auch geschützt, nicht nur vor mechanischer Beanspruchung, sondern die ist tatsächlich auch Spritzwasser und Staub geschützt. Das heißt, für den Strand oder Wassersport, sämtliche Sommeraktivitäten ist diese Kamera wirklich top geeignet. Auch im offenen Zustand macht das Spritzwasser nichts aus. Gut, ich muss dann gucken, dass ich mal die Linse ab und zu reinige, falls da Wasserflecken draufkommen. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass man, ich merke das gerade im Hintergrund, die Rasenmähergeräusche nicht ganz so laut hört. Es ist halt sonnig, die Menschen sind in ihren Gärten und mähen die Rasen. Ist das Rasen, mähen ihre Rasen. Ein paar Flugzeuge gibt es auch nicht, aber ich wollte heute einfach mal draußen drehen. Ich finde, das passt auch am besten zu diesen Kameras. Ja, zurück zur Mio. Es gibt hinten auf der Rückseite ein kleines Display. In diesem Display wird die Filmnummer, die Bildnummer angezeigt und der Status des Blitzes. Es gibt einen Selbstauslöser. Ursprünglich gab es zu der Kamera auch mal eine Infrarot-Fernbedienung, die ist allerdings heute kaum noch zu kriegen. Ja, und wenn ich also einen Film eingelegt habe, dann kann ich den Blitzmodus noch verändern. Da gibt es mehrere Blitzmodi, und zwar einmal defaultmäßig eingestellt die Autofunktion. Ich kann den Blitz unterdrücken. Ich kann einen Vorblitz auslösen, um dem berühmten Rote-Augen-Effekt zu entgehen, weil natürlich hier der Blitz relativ nah an der Objektivachse ist. Es gibt einen Nachtmodus. Da verhält sich die Kamera so, dass sie erst eine lange Belichtungszeit wählt und dann zum Schluss ein Porträt, einen Nahbereichsblitz auslöst, kurz vor dem zweiten Verschlussvorhang. Und es gibt einen Fill, um bei Gegenlicht das Motiv aufzuhellen. Wie häufig bei solchen Kameras haben wir hier keinen Schlitzverschluss, sondern wir haben einen Zentralverschluss im Objektiv. Das macht die Kamera da relativ schnell und flexibel, gerade auch bei den kurzen Belichtungszeiten unter Kombination mit dem Blitz. Man muss sich also keine Gedanken über die Blitzsynchronzeit machen. Worüber man sich sehr wohl Gedanken machen muss, ist die Tatsache, dass es hier ein Filmfenster gibt. Das heißt, hier kann ich also im Normalfall sehen, welchen Film ich eingelegt habe. Ich habe festgestellt, dass ich bei ISO 3200 Filmen und von 50 bis 3200 reicht immerhin die ISO-Range der Deexkodierung, dass ich da gerne mal Light-Leaks habe. Das heißt, da fällt dann Licht hier hinten durch dieses Fenster. Ich habe meine Mio deshalb modifiziert. Ich zeige das mal eben kurz in die andere Kamera. Hier haben wir also die Variante einer originalen Mio-Hintertür. Hier sieht man also das Filmfenster und da drumherum ist eine Schaumstoffdichtung, die eben dann bei hochempfindlichen Filmen doch ein bisschen Licht durchlässt. Und aus diesem Grund bin ich hingegangen und habe die Mio modifiziert und habe also hier ein komplett durchgehendes Schaumstoffpad, was die Filmpatrone nochmal runterdrückt, eingesetzt und hinten ein schwarzes Fenster eingebaut, sodass also diese Kamera jetzt auch bei Filmen mit ISO 3200er Empfindlichkeit problemlos nutzbar ist. Ja, kommen wir zurück zur Anwendbarkeit. Also ich finde die Kamera, obwohl ich beileibe kein Point-and-Shoot-Fan bin, doch relativ reizvoll aufgrund der Größe, der Tatsache, dass man sie wirklich gerade bei leichter Sommerkleidung immer dabei haben kann und der Tatsache, dass sie extrem schnell einsetzbar ist. Wenn man damit ein bisschen anspruchsvoller fotografieren will, also zum Beispiel Streetfotografie machen, dann ist das ein großes Manko, dass sie ständig blitzt. Und noch größer das Manko, dass wenn ich ihr etwas einstelle, sobald ich den Schieber vorne wieder vorschiebe, vergisst sie jegliche Einstellung. Und wenn ich wieder aufmache, ist sie automatisch im automatischen Blitzmodus. Das heißt, sie will wieder blitzen. Und ihr seht das, ich sitze hier mit Sonnenbrille, es ist also hell. Und trotzdem meint die Kamera, ich nehme den Blitz mal sicherheitshalber doch zu Hilfe.
Man sollte sich also dann zur Angewohnheit machen, hier hinten den Blitzknopf nach dem Einschalten zweimal zu drücken. Dann sieht man hier das durchgestrichene Blitzsymbol. Das heißt, der Blitz ist ausgeschaltet und ja, jetzt blitzt sie auch nicht. Nur, wie gesagt, einmal zugemacht, einmal wieder aufgemacht und schon ist das Thema vergessen. Die Kamera blitzt wieder. Das ist für mich die einzige wirkliche Schwachstelle an dieser Kamera. Da muss man dran denken. Ansonsten finde ich die durchaus sehr knuffig im Alltag zu benutzen. Kommen wir nun zur zweiten Kamera im Setup heute, der Yashica T4. Da gibt es auch noch eine T5 von. Das ist im Prinzip dieselbe Kamera mit einem zusätzlichen Actionsucher, wo ich also durch ein Prisma oben reingucke, vorne wieder rausgucke. Und aufgrund der Tatsache, dass man dann natürlich sehr gut Aufnahmen aus sehr tiefen oder auch über Kopf sehr hohen Positionen machen kann, war diese Kamera bei zum Beispiel Skatern eine Zeit lang sehr angesagt. Berühmtheit hat die Kamera aus einem anderen Grund erlangt. Und zwar hat der umstrittene Fotograf Terry Richardson, naja, umstritten will ich nicht sagen, aber sagen wir mal so, gern diskutierte Fotograf Terry Richardson diese Kamera zu einer Zeit lang zu seinem Hauptarbeitspferd erkoren. Das auch deswegen, weil die Kamera ein Zeiss-Objektiv, ein Tessar mit 35 mm und einer Lichtstärke von 3,5 bietet. Der Vorgänger, die Yashica T3, hat sogar ein Tessar mit der Lichtstärke 2,8. Das war aber lange nicht so scharf wie dieses Objektiv. Und weil dieses Objektiv extrem scharf ist, hat es den Spitznamen Adlerauge verliehen gekriegt. Und das trifft es eigentlich schon, denn die Bildqualität, die aus dieser Kamera kommt, die erwartet man eigentlich von so einem Plastikbomber nicht wirklich. Die Bilder sind definitiv auf sehr hohem Niveau. Das Ganze gepaart mit Autofokus, einer kompakten Größe und einer sehr einfachen Bedienbarkeit, das spricht natürlich schon für sich und macht die Kamera auch heute definitiv interessant. Und ja, das hat dann auch zu diesem, ich sag mal, Hype geführt, der die Preise da schon ein bisschen in die Höhe katapultiert hat. Von außen gibt es an der Kamera auch nicht viel zu sehen. Im Prinzip gleicht sich die Bedienung 1:1 zu der zuvor besprochenen Olympus Mio. Hier ist das Display oben angebracht. Auch zwei Knöpfe für einen Selbstauslöser und für die Blitzfunktion. Die Blitzfunktionen sind hier ein bisschen marginal ausgelegt. Das heißt, es gibt eine Autofunktion, es gibt einen Aufhellblitz, es gibt einen anti-rote Augenblitz, einen Nachtmodus. Da wird einfach der Blitz abgeschaltet. Und es gibt zuletzt, guter Letzt, einen Landschaftsmodus. Da wird der Fokus automatisch auf unendlich geschaltet. Der Blitz ist ausgeschaltet und nach einem Foto wird das Ganze wieder resettet und die Kamera kehrt zurück in den Automatikblitzmodus. Auch bei der Yashica ist es so, dass in dem Moment, wo ich die Kamera ausschalte, sämtliche Blitzeinstellungen vergessen sind. Ich muss also jedes Mal, wenn ich den Blitz abschalten möchte, die Funktion vorher manuell auswählen. Wie man schon gesehen hat, ist es bei der Yashica so, dass das Objektiv durch so einen mechanischen Schieber geschützt wird, der hier oben durch den Ein- und Ausschalter beiseite geschoben wird, dann fährt das Objektiv raus. Und was mir bei der Kamera extrem nachteilig aufgefallen ist, ist die Auslöseverzögerung. Das heißt also, wenn ich diese Kamera nehme und irgendwohin fokussiere, dann dauert es von dem Moment, wo ich auf den Auslöser drücke, bis zu dem Moment, wo die Kamera das Bild letztendlich macht, schon eine ganze Weile. Ich mache das nochmal hier in die Richtung, dann können wir das vielleicht nochmal genauer sehen. Hier oben ist der Finger, ich muss also erst halb drücken, bis der Fokus gefunden ist, hinten das grüne Licht angeht. Und wenn ich dann drücke, dann dauert es so eine halbe Sekunde, bis die Kamera letztendlich das Bild macht.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Autofokus von der Yashica so ein bisschen zickiger ist als der von der Miu. Das heißt also, da, wo das hier eine echte Point-and-Shoot ist, das heißt, ich zeige irgendwo hin und schieße und kann mich hundertprozentig darauf verlassen, dass die Kamera das scharf stellt und das Bild macht. Da zickt die Yashica manchmal ein bisschen rum und ja, wie gesagt, sie braucht länger und manchmal sitzt der Fokus auch nicht so ganz. Das Tessar ist in der Tat so beliebt, dass selbst von verstorbenen Kameras, also Kameras, wo die Elektronik, und wir sprechen hier von 80er, 90er Jahre Plastik getrieben und einer dementsprechenden Elektronik in der Kamera, also wo die dann irgendwann den Geist aufgegeben hat, da werden die Objektive aus den Kameras ausgebaut und da gibt es verschiedenste Anbieter, die dann auf andere Mounts, zum Beispiel auch auf Leica M Bajonett umbauen. Das heißt, dann habe ich so eine Pancake-Linse mit dem Tessar und kann damit dann auf einer Leica fotografieren, was von der Paarung her mit Sicherheit nicht das Schlechteste ist. Da passt also die Kamera schon zur Schärfe des Objektivs. Zu den sonstigen technischen Daten: eine Sekunde bis zu einer 1/700 Sekunde schafft die Kamera, ist also nicht ganz so schnell wie die Miu, letztlich ein Drittel Stop, der uns da verloren geht, soll einen nicht wirklich kümmern. Allerdings ein weiterer Stop geht einen beim 3,5er Objektiv verloren. Also für Lowlight-Anwendungen nicht ganz so prädestiniert. Beim Blitzen hält sie sich etwas mehr zurück, schaltet aber auch relativ gerne den Blitz mit dazu. Das heißt, auch hier empfiehlt es sich, wenn ich Streetfotografie machen möchte, mir anzugewöhnen, nach dem Einschalten, ich weiß gar nicht, wie oft das hier ist, 1, 2, 3 Mal den Knopf zu drücken und dann ist der Blitz ausgeschaltet und ich kann unbemerkt fotografieren. Die Kamera ist aber auch, und das hört man, glaube ich, ganz gut, nicht gerade sonderlich leise. Ja, was gibt es sonst zur Kamera zu sagen? Stromversorgung bei beiden Kameras über eine relativ gut erhältliche CR123 Batterie. Auch diese Kamera ist rein DX-kodiert gesteuert, was die Filmempfindlichkeit angeht. ISO-Bereich 50 bis 3200, also exakt dasselbe wie bei der Miu. Und damit bin ich eigentlich für Standardsituationen sehr gut gerüstet. Wer auf der Suche nach einer Yashica T4 ist, der wird sich vielleicht ein bisschen über die Preise wundern, die da aufgerufen werden. Man kann das eventuell umgehen, wenn man weiß, dass die Kamera nicht von Yashica, sondern von Kyocera eigentlich produziert wurde, von Yashica verkauft. Und von Kyocera gibt es die auch unter dem Namen Slim T. Die sind manchmal günstiger. Einen anderen sehr interessanten Weg, an die Kamera zu kommen, hat Sean Union in einem seiner Videos herausgefunden. Verlinke ich mal hier oben. Da gibt es nämlich anscheinend eine Vogel- oder Tierbeobachtungskiste, wo diese Kamera drin ist und die werden teilweise etwas geringerpreisig gehandelt. Ob es den Hype wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann mit beiden Kameras ganz, ganz viel Spaß haben. Die Ansprüche sind ein bisschen unterschiedlich. Hier einmal Geschwindigkeit, hier einmal Schärfe. Es gibt für beide Kameras, von mir auf jeden Fall, einen Daumen hoch. Auch wenn Point and Shoot meine Welt nicht ist, das heißt, die werden sich bald wieder verabschieden. Ich wünsche euch, wenn ihr euch für diese Kamera entscheidet, und ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen bei der Entscheidungsfindung, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Kamera. Schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.